Hallo, herzlich willkommen hier bei Selbstmacht. Ich möchte gern heute ein Hähnchengericht zubereiten. Aus Hähnchenflügel und Beinen und Kartoffeln, beides wird im Backofen gebacken. Und die Zubereitung und die Zutatenliste folgen sogleich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Hier kommt die Zutatenliste. Für das Hähnchengericht mit Kartoffeln im Backofen benötigen wir Hähnchenflügel und Hähnchenbeine, Kartoffeln, vorwiegend festkochend, und viele Gewürze. Unter anderem verwende ich Salz, Hähnchengewürz, Paprika, Pommessalz, Pfeffer in der Mühle, Chili in der Mühle, Curry, gemahlener Pfeffer, etwas Kurkuma und selbstgemachtes Chiliöl. Als erstes würze ich die Hähnchenflügel und die Beine. Ich gebe Salz darüber, Hähnchengewürz, Paprikapulver, etwas Currypulver, etwas Kurkuma, dann noch gemahlenen Pfeffer, Chili, und eine Kräutergewürzmischung. Dann vermenge ich das Ganze. Massiere die Gewürze richtig schön ein. Die Schüssel gebe ich jetzt eine Weile in den Kühlschrank, damit die Gewürze schön einziehen in das Hähnchen. Dann werden die Kartoffeln geschält. Noch zu den Kartoffeln. Ich habe noch ein Stück Zucchini über und eine Spitzpaprika. Die Zucchini und den Paprika habe ich einfach grob ein bisschen geschnitten. Jetzt wasche ich die Kartoffeln und dann schneide ich sie. Die Paprika und die Zucchini gebe ich schon mal in diese Schüssel. Dann schneide ich jetzt die Kartoffeln einmal durch und dann in ein bisschen dickere Scheiben. Und in die Schüssel. Die Zucchini und die Paprika habe ich jetzt alle geschnitten. Jetzt geht's ans Würzen. Salz, Hähnchengewürz, Paprika, Curry, gemahlener Pfeffer, Chili, und hier habe ich noch eine Kräutermischung. Pommessalz. Dann gebe ich noch selbstgemachtes Chiliöl dazu.
In einem anderen Video werde ich euch zeigen, wie ich das hergestellt habe. Dann wird alles verrührt. Das Ganze lasse ich jetzt auch einen Moment stehen, damit die Gewürze schön in die Kartoffeln einziehen können. Und dabei räume ich ein bisschen hier auf. Bis gleich! Den Backofen heizen wir auf 225 Umluft schon mal vor. Die Hähnchenteile werden jetzt in die Auflaufform gelegt. Jetzt kommt das Hähnchen in den Ofen. Ich lasse jetzt die Oberseite von den Hähnchen etwas braun werden. Danach wende ich sie. In der Zwischenzeit lege ich die Kartoffeln auf ein Backblech aus mit Backpapier. Ich gebe sie aber etwas später rein, da die Kartoffelgarzeit viel kürzer ist. Jetzt bereite ich schon mal die Kartoffeln für den Ofen vor. Ich nehme ein großes Backblech, lege dieses mit Backpapier aus. Auf das Backblech gebe ich nun die Kartoffeln mit den Zucchini und der Paprika. Und verteile alles. Die Kartoffeln sind bereit. Ich warte jetzt nur noch ab, bis das Hähnchen an der Oberseite etwas gebräunt ist. Und dann gebe ich die Kartoffeln hinzu. Jetzt wende ich einmal die ganzen Hähnchenteile. So, jetzt kommen sie zurück in den Backofen. Ich gebe das Rost eine Nummer höher. Und jetzt gebe ich noch die Kartoffeln hinzu. Die Hähnchenteile habe ich jetzt zum ersten Mal gewendet und das Blech mit den Kartoffeln hinzugegeben. Jetzt kann beides zusammen im Ofen garen und schön knusprig werden. Und es riecht auch schon gut. Das Ganze ist jetzt bei 225 Grad im Backofen. Bei Umluft. Jetzt lasse ich mal für ca. 20 Minuten die Hähnchen auf der einen Seite bräunen. Und dann schaue ich wieder nach. Das Essen ist fertig. Jetzt brauchen wir es nur noch servieren. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen und würde mich freuen, von euch zu hören. Mit einem netten Kommentar oder einen Daumen hoch. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von mir, dann abonniert mich doch einfach.